Tachchen Leute und herzlich willkommen hier bei einer weiteren Episode von Replay of the Week. Und es ist schon wieder die Garde. Ich weiß auch nicht, was da los ist, aber im Augenblick sind die komplett am Eskalieren. Heute ist es die Xenom-Garde, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wo ich mir sicher bin, ist, dass das Gefecht mal wieder extrem krass ist. Laut meiner Helferelfe eins der besten seit langem. Deshalb schauen wir mal gemeinsam rein und gucken uns an, was der Chop 999 zu bieten hat. Gut, wie immer gucke ich mir mit euch das Replay zum ersten Mal an und sehe mir mal da, okay, ganz schön teures Equip unterwegs. Wir sehen auch, dass der gute Chop 999 drei Gunmarks auf seinem ELC hat. Also der Junge weiß auf jeden Fall, wie man das Ding spielt. 20 AP CR, 10 AP und 6 HE finde ich völlig in Ordnung als Scout. Mit Binocular ist er unterwegs. Ah, und er fährt hier direkt die uralte Scout-Position an, hier an diesen Gebüschen. Da kannst du hier unten alles spotten, was da sozusagen in Richtung Stadt fährt, wenn du das richtig anstellst. Und das macht er hier sehr, sehr gut und kriegt sogar den ein oder anderen Oh, direkt abgefackelt! Den Eu direkt abgefackelt! Oh, ich liebe dich jetzt schon! Ich liebe dich jetzt schon! Und der Eu hat keinen Feuerlöscher! Oh, ist das schön! Das erwärmt mir einfach richtig das Herz, zu sehen, wie so ein Eu abfackelt direkt am Beginn des Gefechts. Ja, leider hat er es überlebt und ist damit immer noch in der Lage, Gegner zu one-shotten. Ah, da kommt der nächste Eu. Oh, da muss er aber aufpassen, der ist ziemlich nah dran, der Eu-Experimente. Ja, er hat auch hier schnell genug noch reagiert, versucht hier nochmal wegzukommen. Bringt auch sehr schön das Haus zwischen sich und den Gegner, also man hat sofort gesehen... Ah, er spielt hier mit Mega-Zoom-Out-Mod. Mein lieber Herr Gesangsverein, kann der weit rauszoomen. Aber er hat halt sofort geguckt, ah, wo steht der Eu-Experimente? Mit der rechten Maustaste geguckt, sozusagen hinter sich, wo ist der Gegner, wo muss ich langfahren, damit ich nicht getroffen werden kann. Und das ist natürlich sehr, sehr stark gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob er hier den Leo noch rauskriegt. Das ist natürlich schwer. Das ist natürlich schwer mit dem ELC, da den Leo rauszukriegen. Weil man sich halt permanent immer mitdrehen muss. Und gerade bei diesen kleinen, schnellen Flitzern ist das natürlich echt schwer. Der ist schon ein bisschen leckerer. Oh, da bin ich mal gespannt. Nicht aufgegangen, oder? Doch, okay. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt... Er hatte zwar ein gutes Gebüsch zwischen sich und dem Gegner, aber das war doch ein bisschen sehr nah dran, um da nicht aufzugehen beim Schießen. Er verbleibt auch hier auf jeden Fall an dieser mittleren Position, versucht immer wieder nach vorne zu fahren, den Gegner zu spotten, einen Schuss unterzubringen und dann wieder in Safety-Mode zu gehen. Oh, das ist jetzt aber sehr... Ah, okay, er sieht aber, dass der Eu-Experimente da nicht in seine Richtung guckt. Kann sich hier wirklich alle Zeit der Welt lassen, um zu zielen und abzudrücken. Schöner Treffer. Einen noch? Na, vielleicht zwei? Je nachdem, wie man rollt. Wieder, wie er das Haus zwischen sich und den Gegner bringt. Das ist halt echt saustark gespielt an der Position. Das sieht man selten, dass der Spieler quasi dann nach hinten guckt beim Wegfahren, um zu gucken, ah, wo kommt der gegnerische Panzer? Wie muss ich selbst fahren, damit der Gegner gar nicht erst auf mich schießen kann? Ich selbst zum Beispiel kann das überhaupt nicht, dieses nach hinten gucken bei der Fahrt. Da wird mir sofort schlecht. Fährt jetzt hier wieder raus, will sich wahrscheinlich den Eu-Experimental jetzt endgültig schnappen. 222 sollte auch klappen. Oh! Hätte er sich ruhig Zeit lassen können, weil der Eu-Experimental hatte gerade geschossen. Aber es ist natürlich riskant, je länger er da stehen bleibt, desto größer die Chance, dass irgendein anderer auch auf ihn einnimmt. Zum Beispiel die Arti oder so. Von daher geht er auf Nummer sicher. Nimmt halt den nicht so ganz safen Schuss und dafür... den safen Überleber. Kann man jetzt nicht drüber meckern. Ah, hier wird ordentlich gepinkt auf den KV-1. Ich weiß nicht genau, was das soll. Ah. Chop hat jetzt hier eine andere Position angefahren. Versucht jetzt hier von der Seite von diesem Gebüsch an die Gegner ranzukommen. Oh, die Arti ist aufgegangen. Die FV ist auch aufgegangen. Er selbst ist allerdings auch aufgegangen. Oh, und wenn die Su-5 trifft, dann kann es halt... übelst wehtun. Oder die FV. Oh, 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 oh. Der Schuss ging daneben. Ja, zoomt jetzt hier wieder raus, um sich ein bisschen mehr Übersicht zu verschaffen. Ich möchte bitte keine Diskussion jetzt darüber hören, ob dieser Zoom-Out-Mod unfair ist oder nicht. Die Diskussion habe ich zumindest für mich persönlich echt hinter mir gelassen. Die möchte ich auch nicht mehr anstoßen in der Öffentlichkeit. Oh!
Das vor dem einen Patch hätte, wäre das wahrscheinlich direkt gerade in der Karambolage geendet. Puh. Okay. Also Chop versucht hier hinten jetzt erstmal eine Sniper-Position einzunehmen. Gegen den KV-1 da wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist der Gegner auch durchgebrochen. Da ist nur noch ein eigener Typ 58. Aber der hat entweder noch das Stock... Ja, okay, das Funkgerät ist halt echt weit, weit weg, der Typ, ne? Oh Mann, 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 Mann. Da, also auf allen Seiten sind jetzt noch eine Menge Gegner. Aber das Schöne auf der Map ist ja, dass an dieser Position hier, wenn der Gegner Richtung Cap fahren will, von hier kommend, dass du dann aus diesen Gebüschen halt wunderschön einnehmen kannst. Und mit den Binoculars und den Skill, den Chop hier scheinbar zu haben scheint, toller Satz, kriegt man halt mindestens 2, vielleicht 3 Treffer auf die gegnerischen Tanks hin da an der Stelle. Er entscheidet sich jetzt dazu, da wegzufahren von der Position, um sich wahrscheinlich jetzt den KV-1 zu holen. Also es riecht so ein bisschen nach Verzweiflung, was er gerade macht, weil der KV-1 ist halt noch fast voll. Und egal wie gut du spielst, KV-1 fast voll ist eine harte Geschichte für einen ELC. Ah, okay, den ersten Treffer kriegt er von hinten. Ja, ja, sehr gut, das war schon mal gut. Oh, mit Handbremse! Mit Handbremse ran an den KV-1 und der spielt auf jeden Fall nicht so gut. Oh, jetzt... Oh, die Arti! Die Arti! Die Arti, ey! Gut, nächster Treffer. Oh. Das ist halt immer so haarscharf, wie die FV da daneben schießt und der KV-1. Na, der hat es natürlich auch schwer gegen den ELC AMX, ja. Ich hätte mich versucht, mit dem Hintern an die Wand ranzustellen. Oh, mit dem Hintern an die Wand ranzustellen, sodass man... Schön, die FV ist raus. Sodass man quasi wenigstens nicht mehr gecircelt werden kann. Aber was nu, was nu? Guck mal, der 3 VK ist noch fast voll. Also der ist voll, der KV ist fast voll. Die Su-100Y ist auch noch ziemlich gut beisammen. Das würde eine haarige Geschichte hier. Okay, der erste Schuss ist for free, weil da sind überall Büsche zwischen, da kann nichts passieren. Oh, ist doch trotzdem aufgegangen. Ja, was willst du denn jetzt machen? Also bei aller Liebe, was soll denn da jetzt noch gehen? Ich meine, klar, er kann hier immer wieder ins Gebüsch fahren, wenn die Gegner jetzt einfach nur auf der Stelle stehen bleiben. Dann holt er sich halt einen nach dem anderen raus, sozusagen. Der erste, der scheinbar dran glauben muss, ist die Su. Ja. Aber der KV-85 fährt halt auf ihn zu und Chop nimmt jetzt hier auch die Beine in die Hand. Weiß, dass er an der Position nicht mehr lange bestehen kann, sondern dass er da weg muss. Ja gut, den Oi, den kann man rausrechnen, ne? Also das war auf jeden Fall entweder ein super weak Player oder ein Bot, eins von beiden. Aber es ist trotzdem alleine gegen 5. Erstmal so. Da sind 3 Sechser, ein 5er und eine 4er Artillerie. Ich würde anfangen, mir die Arti zu holen. Ich würde wirklich anfangen, mir die Su 5 zu holen, weil der Oi, wie gesagt, ich glaube, das ist eine Mega-Gurke. Oder halt ein Bot, der, so wie der da gefahren ist, als er abgefackelt ist. Ja, die Su 5. Oh, die geht, macht ihn nicht auf 237 Meter ohne Büsche. Na dann, see you later! Da hält man jetzt nicht unbedingt APCR gebraucht für die Arti, aber war halt gerade nachgeladen. Was willst du machen, ne? Was willst du machen? So, da ist der Oi, das ist der nächste, der dran glauben muss. Und ich glaube, der ist halt wirklich eine Banane. Also nicht mal eine Banane, das ist quasi eine Hardcore-Mohrrübe mit Tomatenlackierung. Ich weiß auch gar nicht, was der da macht, ehrlich gesagt. Aber er wird gleich dran glauben. Na? Lass dir ruhig Zeit. Ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut durch den Turm geschossen. Das ist ja auch das Brutale an der APCR vom ELC, ne? 248 Pen und 240 Damage. Das ist halt... Selbst wenn der in den Achtergefecht kommt, macht der frontal alles kaputt. Der schießt einem Ferdi frontal durch, als 5er Scout. Also, ob man das so wirklich machen muss als Programmierer, weiß ich nicht. Ja. Klar, der Reload und die Aim-Time ist dafür sehr lang. Aber es gibt halt wenige Scouts, die so viel Pen haben, wie der AMX. Es ist halt schon echt brutal, was der für eine Knifte drauf hat. Fährt jetzt hier erstmal über die Mitte.
Es sind halt noch drei Gegner und der Cap startet. Das ist der T. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt, das sind halt zwei Russenpanzer, die so gut wie blind sind. Ja. Also der rafft auch gar nicht, was abgeht. Kriegt hier direkt eine wahrscheinlich vorne durch oder durch den Turm. Und Chop ist dabei auch nicht aufgegangen. Das heißt, er kann jetzt schön nochmal eine neue Position suchen. Ah, okay, der Gegner hat den Cap verlassen. Das macht auch Sinn. Du kannst halt... Es ist schwer gegen den ELC-AMX. Ernsthaft. 5 Minuten noch auf der Uhr. Ich meine... jetzt nicht umkippen, Junge. Ich meine, jagen kannst du den sehr, sehr schwerlich. Der ist halt schnell, klein, wendig. Gute Tarnung. Macht ordentlich Aua, wenn er dich sieht. Und mit den Heavy Tanks ist es echt schwer, den zu jagen. Cappen ist auch schwer, weil der Cap-Kreis so extrem offen ist auf der Map. Und der AMX immer irgendwo ein Gebüsch findet, von dem er anfahren kann. Also es ist gar nicht so leicht für den Gegner jetzt zu analysieren, was können wir tun. Aber auf der anderen Seite, was soll... sehr schön. Der Gegner hat sich scheinbar gesplittet. Und da ist der KV-85. Ja, er spielt das sau stark, ne? Der KV-85 weiß auch wieder nicht, wo ist er, wo ist er, wo ist er. Und Chop macht jetzt hier genau das Richtige, bringt einen Busch zwischen sich und den Gegner. Er weiß, alles klar, der bleibt da stehen. Ich bin nicht aufgegangen, weil waren genug Büsche zwischen mir und dem Gegner. Ich hatte ihn ja vorher gespottet und mich dann umpositioniert. Der KV-85 weiß wieder nicht, wie ihm geschieht. Was soll ich mal machen als KV-85? Wo willst du hin? Ja, wo willst du hin? Ah, fährt jetzt hier auch wieder zurück hinter das Gebüsch. Bringt genug Abstand zwischen sich und das Gebüsch. Und zank! Hasta la vista, Baby. Das war der 6. Kill. Und da sehe ich, ehrlich gesagt, eine Kolobanov incoming. 3 Minuten 38 noch. Ich glaube, der VK war leider noch voll. Ah, der Gegner cappt jetzt wieder an. Ja, wie gesagt, was willst du auch machen? Vielleicht wäre das Cleverste gewesen, einfach zu dritt in den Cap zu fahren. Aber immer durch den Cap auch noch durchzufahren und zu sagen, hallo, hier, wir sind gerade noch an deiner Base dran. Das macht halt wirklich überhaupt keinen Sinn, weil jetzt Chop natürlich weiß, aha, die sind noch irgendwo da in der Gegend. Zumindest einer, ja. Ich glaube, ich hätte es so gemacht, einer in die Cap oder zwei in die Cap, einer in die Mitte und dann quasi hier so ein Dreieck aufbauen. Fucking ELC. Hätte ich jetzt auch gesagt. Er macht halt alles kaputt mit seinem ELC. Ich meine, klar, er hat APCR-only geschossen. Das weiß ich, dass das wieder viel Gemecker geben wird. Vor allen Dingen, weil es auch nicht nötig war in dem Gefecht. Gegen die meisten Tanks hätte halt auch die AP-Munition gereicht. Das weiß ich auch. Aber, was man halt nicht verweigern kann, ist, dass Chop hier eine mega geniale Runde hinlegt, super clever spielt, taktisch immer wieder zwischen sich und den Gegner genug Büsche bringt, sich immer wieder umpositioniert und den Gegnern eigentlich kaum eine Chance lässt, gegen ihn davor zu gehen. Also, er spielt halt einfach wie ein junger Gott. Ich weiß auch gar nicht, was die Xenom-Garde ist. Ich meine, sind da jetzt die... Ist das jetzt die neue Elite-Garde oder ist das jetzt Davids Personal Leibgarde? Ich bin mir ja nicht sicher. Auf jeden Fall spielt der Chop hier sensationell. Er hat halt auch die Ruhe weg, ne? 2 Minuten. Mir würde da schon wieder... Ich hätte schon wieder den Arsch auf Grundeis und würde versuchen, hier irgendwo rein zu harakirien. Ja, der VK rafft wieder auch gar nichts von seinem Leben. Hilfe, ich wurde gespottet. Ach, was, vielleicht hat der gar keinen 6. Sinn. Kann natürlich auch sein, dass der gar keinen 6. Sinn hat. Leider ging der Schuss jetzt mal daneben. Da haben wir den russischen Med. Ja, super. Easy, die machen ihn nicht mal... Oppala! Die machen ihn halt nicht mal auf. Da ist nicht mal ein Gebüsch dazwischen. Und die machen ihn halt nicht auf. Also die Crew muss auch ziemlich gut sein, die der gute Chop hier hat. Whams! Ja, da geht er eh nicht mehr auf. Jetzt sind es ja 450 Meter. Kann ja gar nichts mehr passieren. Ja, und damit wird er das Ding hier noch holen. 1,14 ist knapp. Oh, das muss jetzt ein Treffer werden. Ansonsten wird es richtig knapp mit der Zeit. Und es wird ein Treffer. Natürlich wird es ein Treffer. Meine Fresse. Also da hat mich meine Helferelfe nicht enttäuscht. Das ist wirklich ein Hardcore-Game hier. Es ist wirklich extrem hart, wie er das hier spielt. Ja, 322 Meter, geht halt nicht auf.
Der T3485, ich weiß halt gar nicht. Was soll ich machen? Was soll ich tun? Aber nur noch 40 Sekunden auf der Uhr. Ich würde da jetzt nicht mehr Schnickschnack machen, ne? Oh Gott, jetzt bringt der auch noch das Wrack zwischen sich und dem Gegner. Also, viel Zeit auf der Uhr bleibt nicht mehr. Es sind noch 27 Sekunden. Chop, Alter, jetzt machen sicheren Safe-Shot. Okay, das reicht ganz genau. Der Schuss muss aber sitzen. Der Schuss muss sitzen. Oh mein Gott. Nicht die Gun... Oh! Jetzt die Gunblende, dachte ich. Oh mein Gott, aber er hat's geholt. Er hat's geholt. Ja, ja. Kann man mal so spielen, ne? Meisterabzeichen. 3000 Erfahrung. Kolobanov, Radley Walters, Verteidiger, Großkaliber, Tanksniper, Top Gun. Über 2000 Basiserfahrung bei 4060 Schaden im ELC AMX. 22 Schuss, 20 Treffer, 20 Penetration. Über 100 Punkte Base Def, ja. Und einfach mal taktisch und spieltechnisch von der Mechanik her war das eins der geilsten Spiele, die ich hier lange gesehen habe. Da war wirklich alles genial gespielt. Obwohl alles APCR war, sage ich da echt wahnsinnig geil. Super Runde und dadurch auch absolut verdient Replay of the Week. Vielen herzlichen Dank fürs Einsenden. Vielen herzlichen Dank fürs Zugucken. Und dann bis zum nächsten Mal hier bei mir auf dem Kanal. Tschüss und haut rein.